Im Jahr 2016 gab es viele große politische Ereignisse. Das beispiellose Schaffenstemper und die Wundertaten in der Demokratischen Volksrepublik Korea im Jahr 2016 erregten große Aufmerksamkeit der Welt. Was hat dann die Welt in Korea erlebt? Unter der Losung, in diesem Jahr, in dem der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas stattfindet, die größte Blütezeit des Aufbaus eines starken und gedeihenden Staates einleiten, unternahm das koreanische Volk im Jahr 2016 einen neuen Marsch. Seit dem 6. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas steht das koreanische Volk jahrzehntelang unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas eine Geschichte des harten Kampfes und des großen Wandels. In diesen Jahren musste die Demokratische Volksrepublik Korea harte Bewährungsproben durchmachen. Der Zusammenbruch des Sozialismus in den osteuropäischen Ländern, die aufeinanderfolgenden Naturkatastrophen, dazu die hartnäckigen Erdrosselungsmachenschaften der Imperialisten und so weiter. Unter den härtesten Umständen in der Geschichte erlebten die Koreaner zweimal die große Staatstrauer, blieben aber unbeugsam und erhoben sich gewaltig zum Aufbau eines starken sozialistischen Staates. An ihrer Spitze stand immer die Partei der Arbeit Koreas, Beschützer ihres Schicksals und Banner für siegreichen Fortschritt. Opinion positive, porque entendi e percebi que o Partido dos Trabalhadores da Coreia olha para os interesses. Die Partei der Arbeit Koreas ist eine große Partei, die die Interessen der Werktätigen vertritt und sich für ihre Zukunft einsetzt. Ich arbeite, para que o futuro seja risonho. Por isso nós gostamos de acompanhar. Я считаю, что политика трудовой партии Кореи является высоким образцом политики. Die Politik der Partei der Arbeit Koreas ist eine vorbildliche Politik für die soziale Entwicklung und den Schutz des Lebens der Bevölkerung. Корейского народа на защиту своего народа и то, как das koreanische Volk begann voller Begeisterung den heroischen Marsch, um den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas mit Sieg und Ruhm zu krönen. Am Anfang des neuen Jahres traten in der DVK die sensationellen Ereignisse ein. Unter dem Banner der selbstständigen Entwicklung unternahm das koreanische Volk einen stürmischen Marsch für den Parteitag, bei dem die extremen Sanktions- und Erdrosselungsmachenschaften der USA und ihrer Handlanger völlig vereitelt wurden. Am 6. Mai wurde in Pyongyang, Hauptstadt der DVRK, der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas feierlich eröffnet. Mit ihren großartigen Arbeitsleistungen für den Parteitag betraten die Delegierten den Veranstaltungsplatz. Auf der Tribüne des Parteitages erschien der höchste Führer der Partei der Arbeit Koreas und der Armee und des Volkes der DVRK, Kim Jong-un. Der Parteitag demonstrierte vor aller Welt nachhaltig die unbesiegbare Macht der großen kim-il-sung-istischen Partei und das Credo und den Willen dazu, unter dem Banner des Kim-il-sung-ismus, die sozialistische Sache und die koreanische Revolution bis zum Letzten zu vollenden. Der Parteitag versetzte die ganze Welt in Bewunderung. Seit dem Beginn der parteilichen Politik wurden viele Parteien gegründet und gab es viele Regierungsparteien mit langer Geschichte. Aber die Geschichte kennt noch nicht eine solche Partei wie die Partei der Arbeit Koreas, die einen feierlichen Parteitag der Sieger veranstaltete, auf dem der Zusammenschluss mit einem Herzen und einer Seele nachhaltig demonstriert wurde. I can say that there was huge interest to Party Congress in all around the world, in all countries in the West. Die ganze Welt zeigte großes Interesse für den Parteitag der Partei der Arbeit Koreas.
Vor Beginn des Parteitages prophezeiten manche Experten gewisse Beschlüsse auf dem Parteitag. Aber viele von ihnen irrten sich gewaltig. Dummerweise erwarteten sie eine kapitalistische Reform oder Änderung. Aber der Parteitag bewies, dass ihre Erwartung falsch war. Nach dem Abschluss des Parteitages erschien fast in allen ausländischen Zeitungen die Schlagzeile: Die wahre Kim Jong-un-Ära hat begonnen. The real true beginning of Kim Jong-un's era. Tomamos conhecimento que teve lugar há dias atrás ou há meses a realização do 7º Congresso. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas war ein Wendepunkt bei der weiteren Durchsetzung der Idee und Führung von Herrn Kim Jong-un. Um congresso que reconduziu para a direção o grande líder Kim Jong-un e que lhe deu mais confiança no trabalho que está a realizar. Um congresso que deu mais poderes ao seu líder. Dieser Parteitag schuf einen wichtigen Meilenstein für den Sieg im Kampf für die Verbesserung des Volkslebens und für die Zukunft Koreas. Realisation für die Kreation des Bem-Estar des Koreanischen Volkes. Und für uns ist das sehr wichtig für das Zukunft deste país para o futuro das gerações vindouras. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas war ein Treffen der Sieger und des Ruhms, auf dem ein festes Fundament für die Verwirklichung der koreanischen Revolution gelegt und ein neuer Meilenstein für die Vollendung der sozialistischen Sache geschaffen wurde. Es war ein Monument für die großen Verdienste der PDAK und des Volkes und ein Leuchtturm, der den Weg zum glücklichen Leben des Volkes erhält. Die sensationellen Ereignisse im Jahr 2016 mit dem 7. Parteitag, der einen Wendepunkt in der Geschichte darstellte, wurde das Jahr 2016 ein besonderes Jahr in der Geschichte Koreas. Der erste Habombe-Versuch, der erfolgreiche Testschuss der strategischen ballistischen Bodenboden Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 und die weiteren demonstrierten vor aller Welt die Macht des Atomstaates von Suzhou. Der Erdbeobachtungssatellit Gwangmyeongsong 4 wurde ins All gebracht und aus Anlass des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas wurde das Vertrauen des Volkes zur mittelsten Partei noch größer. Nach dem 70-Tage-Kampf der Treue wurde im ganzen Land der 200-Tage-Kampf geführt. In den mittleren Katastrophengebieten wurden die Überschwemmungsschäden völlig beseitigt und das Unglück ins Glück umgewandelt. Die jungen Fußballspielerinnen der DEVJK triumphierten in diesem Jahr bei den Freien World Cups unter 17 und unter 20. Dieser beispiellose Sportmythos setzte die ganze Welt in Erstaunen. Mit dem Staatsführer Kim Jong-un an der Spitze schuf Korea im Jahr 2016 ein festes Fundament für den endgültigen Sieg seiner Sache. Es war ein Jahr des großen Kampfes und des Ruhmes, in dem die Koreaner im Wendepunkt der Geschichte laute Hurrarufe aussprachen. Questo è un aspetto che mi risulta faccia parte proprio non solo delle direttive. Die Koreaner setzen sich für die Durchsetzung der Aufgaben aus dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas tatkräftig ein und der verehrte Genosse Kim Jong-un führt klug das koreanische Volk. We can see how you are really developing. Wir werden künftig sehen, wie Korea trotz der Sanktionen unerschütterlich und siegreich voranschreitet. Ja, die Welt hat es erlebt. Korea wird unter dem Banner des Kim Jong-unismus, Kim Jong-unismus in absehbarer Zeit in einen starken sozialistischen Staat verwandelt. Das Südkorea hat eine glänzende Zukunft.